Sag mal, was machst du denn da? Den Vorhang aufhängen. Guck mal her. Der ist schon wieder zum 3000. Mal abgerutscht. Da. Echt? Was war denn das? Was? Was war das Weiße? Da bist hier so ein. Weiß ich nicht, wie nennt man die? Ich habe keine Ahnung. Wie heißt das? Ich weiß es nicht. Was ist das? Aufhänger oder so. Nippelchen. Nippelchen. Den Nippel durch die Lasche ziehen. Oder so ähnlich. Und hier, das müssen wir auch gleich nochmal reparieren. Das geht alles kaputt hier. Ja, sag mal, wie wild schläfst du denn nachts? Oh, ouch. Boah, ihr haust hier überall den Kopf. Ich sag es dir. So, nee, warum hängt das denn hier draußen? Guck mal. Ja, das ist auch ganz blöd gemacht, ne? Weil wir sind ja die absoluten Techniker hier. Das ist nur dran getackert. Ich weiß auch nicht, was wir da für eine Lösung gleich suchen. Im Baumarkt oder so. Vielleicht mit kleinen Schräubchen dran. Sollen wir uns gleich mal noch genauer angucken hier. Das ziehen wir jetzt erstmal ab, bevor das noch weiter kaputt geht. Kannst du das nicht einfach ankleben? Räder ankleben. Dann kriegt man den Vorhang nie wieder ab. Stell dir mal vor, ich will andere Vorhänge haben. Ach, soll ich den Vorhang ankleben? Du meinst den Vorhang. Du meinst das Ding hier. Ja. Ach so. Nee, ich glaube, das geht nicht. Ich habe keine Ahnung. Kannst du ja gleich mal angucken. Wir brauchen einen Handwerker. Wenn sich jemand bei YouTube das Video anguckt und irgendwie in der Nähe ist, dann würden wir uns total freuen, wenn du vorbeikommst und so ein paar Sachen hier reparierst. Das fänden wir super. Ja. Diese Brille nicht mehr. Das ist unglaublich, nur der letzte. Nur der letzte. Diesen Stopper stopfen, damit die Stopper stopfen oder wie das Ding heißt. Hier, das. Ja. Die technisch Verwirrten haben es geschafft. Oder? Top. Top. Nur der andere Vorhang noch. Ja. Der muss jetzt noch warten. Mini-Staubsauger hier für die Bude. Das kann ich nur sagen. Jetzt hat Verena die Kamera rausgeholt, weil mir schon 3 Schrauben weggesprungen sind. Aber wenn die jetzt fehlen, ne, passiert mir das nicht mehr. Weil wir sind ja nicht die. Ich habe wieder vergessen. Wie hat man den Titel genannt? Technisch Verwirrten. Wir sind nicht die technisch Verwirrten, sondern wir sind. Oh, Scheiße. Die technisch. So Scheiße, ey. Jetzt wird die Schraube echt gesprungen. Ich glaube, wir sind doch die technisch Verwirrten. Ich hatte mir 3 noch hier oben drauf gelegt. Die sind auch weg. Boah, ey, so ein Scheiß. Aber das kann man auch nicht mehr abends machen, ey. Wir haben den ganzen Tag irgendwie rumgerödelt hier. Also selbst wenn man Freizeit hat, hat man immer irgendwas zu tun. Und dann ist man irgendwie auch total erschossen, muss ich gestehen. Ich habe wahrscheinlich jetzt wieder das große Glück, dass es funktioniert. Weg ist die Schraube. Wie, schon wieder? Die Schraube ist wieder weg. Also gleich müssen wir im Bett erstmal Schrauben suchen. Das Problem ist, ja, normalerweise ist da ein Magnet dran, ja. Achte drauf, ich lasse das jetzt mal los, ja. Guck mal, der Hund kommt dazu. So, zack, hast du gesehen? Nee, mach nochmal. Oh, mein Gott. Wenn man normalerweise, sind das magnetische Schrauben, guck. Bleib. Hält doch. Ah. Okay, dann müssen wir jetzt ganz vorsichtig sein. Warte mal, irgendwo muss auch der Knopf der Lampe hier sein. Wenn man so hart drauf hat, glaube ich. Weiß ich auch nicht. Jetzt hält es. Ach. Ja.
Ich bin technisch begabt. Nach 3000 Schrauben. So, klasse. Ja. Ich hab's gleich. Ganz langsam balancieren. Ich sehe nichts. Meine Brille ist beschlagen. Ist eher nicht geputzt. Ohne Brille sehe ich das Loch fast gar. Boah, jetzt hätte ich mir fast in den Mund geflogen. So, jetzt hast du keine Schraube mehr. Und du? Ich will im Bett suchen. Nacht aufpassen, das piepst durch Nacht. Ja. Ich habe wieder ein paar Schrauben, um noch ein paar Versuche zu starten. Doch die technisch Verwirrten. Nicht die Handwerker, die technisch Verwirrten. Oh yeah. Guck mal, ich habe eine Taschenlampe da dran. Wow. Ich sehe sowieso nichts. Rena, was soll ich jetzt machen? Kannst du das machen? Wirklich, ich meine das ernst, ne? Jetzt habe ich schon so viele Versuche gemacht, es sind nur noch zwei Löcher, die ich treffen muss. Das ist für mich nicht möglich, weil die Brille ist beschlagen, die ist verkratzt, ich sehe nichts und du bist 10 Jahre jünger. Verena? Ich bin 12 Jahre jünger, bitte. Ach, Entschuldigung. 12 Jahre. Du steckst nur an. Verena hat jetzt gerade gesagt, ich probiere das jetzt von außen. Auch keine schlechte Idee. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sie die Stelle überfinden. Muss das denn rein? Guck mal, die weiß doch niemals, wo die Löcher sind. Ja doch. Was hast du gerade gesagt? Du bist technisch begabt, oder? Ich bin technisch begabt, ja. Hast du das gesehen? Aha. Ja dann? Ich kann gut sehen und ich bin technisch begabt. Boah, und die trifft sofort. Ein paar Sekunden fertig. So. Wo noch? War die schlechte Position von mir, glaube ich. Ja. Also noch zwei. Ja. Noch drei. Ja. Alle habe ich nicht geschafft. Du hast die Löcher wahrscheinlich nicht gesehen. Ja, ich sag doch, ich brauche eine andere Brille. Ja, guck mal. Ich habe die Schrauben selbst geholt. Vielleicht war das nicht gut. Ich Chef, du Assistent. Weiß die Schritt. Den gib mir die Schrauben. Mann, jetzt geht's nicht. Siehst du? Weg sind die Schrauben. Guck mal. Erste Mal. Ich finde sie aber sofort wieder. Das ist aber ein Weg ist die Schraube. Guck, siehst du? Gott sei Dank. Ich habe schon gedacht, ich bin nur so. So, ich glaube, Verena hat es geschafft. Tschaka! Das ist die Handwerkerin hier im Haus, die Verena. Ich bin der Mann. Der Mann im Haus. So, wenn nichts warum mehr geht. Sind hier zwei von diesen übrig? Verena rufen. Zwei übrig? Sind die hier dran bestimmt. Genau, und hier sind nämlich auch noch welche. Ich bin nicht die Fiddlerin. Nicht die Nähfrau. Aber ich erst recht nicht.